Hallo und herzlich willkommen zurück zum Let's Roleplay von Skyrim Special Edition mit Mods, ein paar ja, Ambience-Mods und Rollenspiel-Mods. Also wir treffen zum Beispiel ja, relativ oft ein paar Leute auf den Wegen und in den Städten an, haben mehr Tiere in den Städten und ja, mehr Leute auch in den Tavernen. Ich habe jetzt einen alten Spiel Schnellspeicherstand nochmals entladen, weil wir ein paar Fehler gemacht haben. Wir haben zum Beispiel hier bei Sven falsch die falsche Auswahl, also die Quest bei ihm angenommen, obwohl wir eigentlich Wir haben Zimmer und das Essen beim anderen und haben. Getränke. Aber ich will ja jetzt Man eigentlich ein flüstert bisschen sich ein, Rollenspiel bis wieder zu, machen. aber wenn du es Das alle ist ja ein Zimmer ein junges Rollenspielprojekt, Mädchen, deshalb nur am wer Anfang will immer ein bisschen die anders dunkle reden. Bruderschaft kontaktieren. So. Okay. Bei Lukan im Flusswald Handelskontor haben sie neulich eingebrochen. Was? Seltsamerweise wurde kaum etwas gestohlen. Da muss ich schon wieder Held sein. Habt ihr diesen Schrein von Azura gesehen? Es heißt, die Dunkelelfen hätten ihn nach ihrer Flucht aus Morrowind gebaut. Ziemlich beeindruckend. Hier, Gut. seht euch das an. Ein paar Männer des Jarl sind vorbeigekommen und haben diesen Beutebrief zurückgelassen. Ich muss manchmal das vorlesen, natürlich. Niemand vertraut diesen Magiern in ihrer Akademie im Norden. Nur die Götter wissen, was sie dort tun. Noch eins? Hier im Flusswald läuft eine Art Dreiecksgeschichte. Feendahl und Sven werben beide um Camillas Gunst. Okay, wir tun eben Fendal helfen, weil er ein viel besserer Kämpfer ist. Hier im Flusswald läuft eine Art Dreiecksgeschichte. Aber eigentlich ist es Feendahl und egal, weil Sven wir werben sowieso einen beide um. anderen Dann holen wollen wir und diesen nämlich Hunger einen doch von stehlen, dem ha? Ordinator-Plugin. Also Mod. Dann wollen wir diesen Hunger doch Dann stillen, mach aber ha? bitte nicht weg. So. Ja, jetzt hat er leider keine Nierenwurz dabei. Ihr Bis habt zum nächsten offenbar Mal. doch keine Kartoffeln in den Ohren. Sorgt nur dafür, dass Nachschub Kartoffel bekommt. in den Ohren. Ja, machen wir das auch noch mal kurz. So. Verstehe. So, dann haben wir schon mal Heiltränke. Und was wir eigentlich noch brauchen, ist ein bisschen besseres Essen und so weiter. Oder, ah, da ist Fendal. Ob ich euch Hallo, jetzt schon habe Fendal. reden sehen? Ich kenne euch gar nicht. Vielleicht nicht. Vielleicht. Schenkt mir ein Ach, Bier. egal. Aber ich Kommt an eurer sofort. Stelle würde mich von ihm fernhalten. Das ist ein bisschen schwer, Rollenspiel nebenbei zu machen. Also, neben dem Spiel ist ein bisschen schwer und deshalb, Ich ja, zeige euch, was ich weiß. habe ich natürlich schon Fendal angesprochen, obwohl ich ihn noch nicht kenne. Was für ein Problem habt ihr mit Sven? Er ist ein Barde, sagt er zumindest. Manchmal findet er auch Zeit, seine Arbeit hier in der Mühle zu erledigen. Er glaubt, seine Balladen und Sonette würde Camilla Valerius dazu bewegen, ihn zu heiraten. Als ob sie ihm jemals das Ja-Wort geben würde. Eine intelligente und wunderschöne Frau wie sie würde niemals auf diesen Unsinn reinfallen. Hoffe ich. Okay. Ihr habt recht. Wann haben Worte jemals Liebesgefühle ausgelöst? Spart euch euren Sarkasmus. Aber vielleicht habt ihr recht. Vielleicht braucht Camilla einen kleinen Anstoß, um Sven als denjenigen zu sehen, der er wirklich ist. Könntet ihr ihr diesen Brief geben und ihr ausrichten, er sei von Sven? Ich glaube, ich habe die mangelnde Intelligenz dieses Nord perfekt getroffen. Okay. Also wenn ich jetzt eben üben muss, ich werde öfters ein bisschen schleichen, aber so schnell wie möglich. Also es ist nicht so, so ist er leer. Aber einfach damit ein bisschen gelevelt wird, das Schleichen. Es ist nämlich ein bisschen zu unterpowered momentan noch. Also einfach mal ein bisschen die Tür zumachen, hier ein bisschen verstecken, das ist wieder genau, damit sie kommt. Dann gehen wir raus und holen den Topf Hey, was soll denn das? und machen es ihr auf den Kopf. Dies ist eine Ode an Himmelsrands standhafte Beschützer, Soll das stillhalten. Geistervolk. Ach Mann, Ein halte Prost auf still. die Jugend, Ich auf will jetzt nicht mehr in Weisheit, Falkenring landen. denn Kämpfe sind bald schon Okay. vergangen. Aber wir machen das nochmal. Jetzt kommt sie dann wieder Schon sofort. Ende und Ich bin alles natürlich perfekt geschehen. versteckt. Wir holen uns wieder, was.
was uns gehört. Machen die Tür zu. Der Königsmörder. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Ha, ich bin unsichtbar. So, was nehmen wir? Natürlich alles. Ja, okay, der Krug nicht. Wir streiten und kämpfen. Und jetzt haben wir sozusagen... Nee, sie hört uns. Jetzt hör auf, es nervt. Hallo, mach wieder zu, Delfinchen. Okay, ich möchte schlafen hier. Natürlich. Für heute gehört das Zimmer euch. Ah, Gerüchte. Es heißt Ulfric Sturmmantel seit dem Kaiserlichen. Es heißt Ulfric Sturmmantel seit dem. Was ist Neues? Durch den Krieg. Helgen soll von einem Drachen angegriffen worden sein. Ja, die sagt ihm das gleich. Die meisten sagt so blöde Sachen. Einheimische, die sich hier ein wenig von den Mühen des Alltags erholen wollen. Darf ich nicht schlafen in Ruhe? Hallo, ich mach ja nichts. Hey, ich hab gezahlt. Ich darf doch jetzt schlafen. Wieso denn? Wie also lautet eure Geschichte? Nicht gezahlt. Ihr scherzt wohl. Ihr habt doch gerade erst ein... Ja, Ziel also. Dann geh raus. Hä? Das ist verpackt. Es ist eines der ersten. Hallo, ich will... Ihr seht aus, als könntet ihr etwas zu trinken gebrauchen. Jetzt gehst du raus, damit das Bett nicht mehr fremd ist. Und du hörst auf singen, Sven. Also gehe ich erstmal raus und dann wieder rein, damit sie das merkt. Hallo? Ist das nicht mein Zimmer? Oh, das ist nicht mein Zimmer. Muss ich vielleicht hier schlafen? Damn. Wieso ist das so kacke? Wieso ist denn das so kacke gemacht, ey? Das ist sowas von kacke gemacht, dass es schon fast kacke ist. Hä? Wieso habe ich keine gestohlenen Sachen? Ich habe doch erst gerade Sachen gestohlen. Was sind denn die? Werden die nicht angezeigt? Also... Dann machen wir das halt nochmals. Aber ich habe keinen Bock, jetzt gerade schon Ding zu haben. Also was müssen wir machen? Kurz die Sachen kaufen. Wir haben Zimmer und Essen. Na, Arbeit, genau. Seht euch das an. Dann Sachen verkaufen. Die zwei Zutaten kaufen. Nein, richtig, nicht verpackt. Speisen für die Hungrigen. Ich muss wahrscheinlich noch ein Menü reintun. Es ist ein bisschen nervig gerade, dass alles so fest verpackt ist. Ihr seid natürlich. Für heute gehört es. Es heißt Ulfric Sturmmann. Das Bier wird schlecht. Da müssen wir noch ein bisschen kurz. Und bitte keine Tutorials. Das ist gerade ein bisschen am Nerven, deshalb leider gerade nicht so viel Rollenspiel. So, jetzt haben wir das geschafft. Und Panda ist hier. Ob ich euch mit Sven habe reden? Er ist, er glaubt, eine intelligente und wunderschöne Frau wie sie würde. Spart euch. Könntet ihr diesen... Ich zeige euch, was ich weiß. So, und dann haben wir das geschafft. Jetzt können wir endlich schlafen. Hä? Wieso ist das verpackt? Das ist doch das Bett hier. Braucht ihr ein Zimmer? Mann, ich gewöhne mich immer dran wegen diesem... Nein, es ist nicht dieses Bett. Es ist dieses Bett. Ja, endlich. Ey. Endlich mal was klauen. Das ist das, ey. Endlich mal ein Bier klauen. 9 p.m. Das heißt ungefähr 8 Stunden schlafen. Sagen wir bis 8 Uhr. Ja, ist noch nicht 8 Uhr. Nicht in meiner Höhe. 3. So. Oh, gut geschlafen. Auch wenn viel Lärm war, trotzdem gut geschlafen. Embry hat nichts. Ah ja, dem kann man das Bier verticken. Das Mate. So. Also gut. Ja, dann halt. Sucht ihr Arbeit?
Mein liebster Sohn. Okay. Nomade. Nichts. Okay. Wir gehen jetzt nach Himmelsrand. Wie heißt das? Wer ist die Stadt jetzt gerade? Schauen wir kurz nach. Ah, Weißlauf, genau. Himmelsrand ist ja Skyrim. Also der Ding. Aber zuerst muss ich die Quest machen. Neuen Flusswald? Wenn ihr... Es ist meine Mühle. Und manche glauben, es sei auch meine Stadt. Aber das stimmt nicht. Das Land und die Stadt gehören dem Jarl von Weißlauf. Ich bezahle nur meine Steuern. Vorräte. Und mit Alvor kann euch helfen. Er ist unser Schmied. Ich möchte gerne ein Buch holen, aber davor machen wir noch die Quest fertig. Ich bin vergeben. Also kommt nicht auf... Folgt ein... Es ist nicht weit. Früher... Ich hoffe einfach, dass der Krieg nicht nach Russland kommt. Okay, wir müssen noch kurz hier rein. Ja, das Rollenspiel ist ein bisschen zerstört durch dieses Spiel. Ihr seht aus, als wärt ihr auf Reisen. Dieser Bug ist auch noch da, den haben sie nie gefixt, dass wir, wenn wir reingehen, die näheren NPCs im Haus haben. Vielleicht könntet ihr meinen dickköpfigen Bruder zur Vernunft bringen. Ah, oh, jetzt habe ich die Quest-Ding noch am Ding. Ich bin heute gerade nicht so am Denken. Okay, das schon wieder untere. Ein Gedichter, wette ich. Er weiß, wie man ein Mädchen zum Erröten bringt. Was ist das denn? Wenn dieser Trottel glaubt, ich würde nur in seinem Drecksloch von einem Haus bleiben und sauber machen, dann... Ihr könnt Sven sagen, dass er schon eine Mutter hat. Mit dem spreche ich kein Wort mehr. Also gut. Okay. Also, machen wir weiter, bitte. Ihr seid ein strammer junger Mann. Ja, das kannst du lass mal ein anderes Mal sagen. Sinn. Gut. Ich habe leider die Sequenz ein bisschen abgebrochen. Gute Tränke hast du hier. Ja, scheinbar passiert leider nichts mehr. Wir müssen mit ihm reden. Ich weiß nicht, was ihr gehört habt, aber das Flusswald-Handelskontor hat noch geöffnet. Ihr könnt gerne hier einkaufen. Es ist morgen um 8, also bitte. Das Flusswald-Handelskontor hat alles, was man sich von einem Gemischtwarenladen wünscht. Das ist etwas von einem Mod. Mal schauen. Ja, es gab eine Art Einbruch. Ah, oh, okay. Aber wir haben immer ein reichliches Warenangebot. Die Einbrecher hatten nur eins im Sinn. Ein Ornament aus massivem Gold in Form einer Drachenklaue. Ich habe überall die deutschen Versionen runtergeladen und trotzdem ist es auf Englisch geworden, obwohl es eigentlich auf Deutsch sein müsste. Ich verstehe es nicht. Ich könnte euch helfen, die Klaue zurückzuholen. Wirklich? Ich habe noch etwas Geld von meiner letzten Lieferung zu bekommen. Es gehört euch, wenn ihr mir meine Klaue zurückbringt. Das könnt ihr euch sparen. Wenn ihr euch diese Diebe holen wollt, solltet ihr zum Ödsturz-Hügelgrab Nordwesten. Ich mache das doch gerne ohne Verdienst. Ja, dann braucht ihr jetzt doch nicht mehr zu gehen, nicht wahr? Ach, wirklich? Nun, ich glaube, euer neuer Helfer hier braucht einen Führer. Nein, ich... Ach, bei den 8. Na schön, aber nur bis zum Stadtrand. Oh. Ich wollte sie gerade mitnehmen in den Dungeon zu den Spinnen und Draugers. Ja, jetzt muss ich nicht... Oh Gott. Das Spiel ist urkomisch manchmal. Wir müssen durch die Stadt über die Brücke gehen, um zum Ödsturz-Hügelgrab zu gelangen. Aber von hier aus könnt ihr ihn sehen. Den Berg direkt hinter den Gebäuden. Und ich sehe auch die Ruine. Gut. Diese Diebe müssen verrückt sein, wenn sie sich dort draußen verstecken. Diese alten Gruften stecken voller Fallen, Trolle und was weiß ich noch alles. Okay. Boah, ist das grell wieder. Aber ich hab's eigentlich gern so, über Strahleffekte, nur es macht meiner Krankheit ein bisschen Mühe, das Asperger-Syndrom. Also ich sehe die Strahlen einfach viel intensiver als ihr, deshalb blendet es mich schon extrem. Ich frage mich, warum nur Lukans goldene Klaue gestohlen wurde. Ich meine, wir haben doch alles Mögliche im Laden, das genauso viel wert ist. Lukan fand die Klaue etwa ein Jahr, nachdem er den Laden eröffnet hatte. Er hat nie richtig erklärt, woher er sie hatte. Er ist ziemlich... Er hatte sie gestohlen. Ist jetzt gut? Bist du zufrieden? Ich glaube, sie ist ein bisschen mürrisch, hä? Oh, dieser Sarkasmus wieder. Oh, gut. Hui.
Sarkasmus ist, wenn man trotzdem lacht. Komm jetzt, heute noch, ich schlafe ein. Mano, Skyrim ist einfach nicht optimiert. Der Weg, den nordwestlich gelegenen Berg hinauf, führt zum Ölsturz. Ich würde gerne Mords erstellen, wenn jemand weiß, was, wie es geht, so richtig. Und vielleicht eventuell irgendwie das Texturen oder so machen könnte oder so. Ist nicht zwingend natürlich. Der darf da gerne mir ein bisschen helfen. Mara segne euch für eure Bereitschaft, uns zu helfen. Also ich denke, ich fange jetzt dann bald schon an, aber ich brauche einfach Hilfe. Ich bin nicht so Informatik intelligent, also geübt. So, wir gehen aber noch kurz das Buch holen, das ist eigentlich einfach wichtig für das Level-Up von den Skis. Und dafür müssen wir eigentlich hier durchgehen. Das Buch heißt irgendwie der Krieger oder der Königin, was wäre das? Ähnliches, ist einfach ein ganz kurzer Name und bietet 1 zu Nahkampfwaffen, glaube ich. Also, ja, Einhandwaffen. Ah ja, ich habe Sprinten jetzt auf eine gute Taste gemacht, weil es war, glaube ich, Caps Lock oder so etwas. Völlig komisch. Und Sprinte doch auch durchgehend. Er hört immer irgendwie auf, weil es ihm Mühe macht, hier hochzulaufen. Gut. So, aber jetzt wieder Rollenspiel. Ein bisschen die Aussicht genießen. Und aufpassen, es könnten schwere Gegner durch den Ordinator-Mod drin sein. Oder durch die anderen NPC-Mods. Könnte das Spiel halt ein bisschen unbalanciert sein, aber gut. Wir gehen jetzt mal kurz hier. Hier haben wir doch irgendwie... Ah ja, eine Spitzhacke hätte ich noch kaufen können. Weil wir haben noch keine Spitzhacke. Mist. Ja, das machen wir dann, wenn wir wieder im Flusswald sind. Ich hätte eine coole Idee, ich sag's aber noch nicht. Aber ich könnte das ein bisschen umändern. Und ja, das werde ich mir einfach so ein bisschen noch sparen. Dass ihr es dann merkt. Weil es dann einfach mehr Spaß macht. Hier hoch irgendwo. Hier vorne, glaube ich. Ja. Gut. Der Hals der Welt. Einen wunderbaren Berg. Ja. Vloggen ist so etwas von schön in Skyrim. Ja! Nicht blocken! Nehmt es volles Mund aus dem Faul. Volles Mund aufs Pfund. Weiß nicht, wie es geht. Hab's wieder vergessen, sorry. Ein Jagdbogen, sehr schön. Wie viel Platz haben wir eigentlich noch? Noch gut. 129 von 300. Ja, wir haben kein Schild, aber ein gutes Amulett. Und, Mehlsäcke. Grüne Apfel. Ja, wir brauchen sehr vieles für unser Rollenspiel. Wir müssen immer wieder essen. Der Krieger, ich wusste, dass es so ist. Blocken. Ich wollte aber, na gut. Eine Ratte haben wir hier noch. Und schöne Eiszapfen. Das sieht mega cool aus. Ja. Also, was könnten wir noch machen? Wir könnten noch zu einem anderen Lager hier in der Nähe gehen. Wir sind daran vorbeigelaufen, als wir vom Berg gekommen sind, also vom Helgen. Aber wir konnten den noch nicht angreifen, wegen Halvar, dieser langsam laufende da. Und... Oh, die Wettereffekte sind cool, also die Soundeffekte. Vielleicht ein bisschen noch zu laut. Ich habe nicht so gern so lautes
glaube, Effekt ist es. Naja. Ich glaube, Effekte waren es nicht. Ich kann den Regen leider nicht leise machen. Aber Interior Rain ist es halt nicht. Das ist nur innen. Und innen stört der Regen eigentlich nicht. Okay, Skelett, das ist nicht so gut. Kommt auf mich zu, ihr Flasch. Okay, sie sind leicht. Ja, in Skyrim sind sie leicht. Die halten nichts aus in Skyrim. Sind völlige Flaschen. Eine schöne Axt, aber ja, nicht wertvoll für uns. Wir sind ja keine Händler. Da ist aber jemand gestorben, scheinbar. Mächte von Ständer. Eine Fackel, das ist sehr schön. Variation der Dädra. Keine Heilung. Krankheitsheilung. Amulett von Ständer. Tunika. Schade, dass wir das Event zu spät gefunden haben. Der ist leider schon tot. Aber so ist das Spiel, ist halt nicht so richtig balanciert zu NPCs. Ist schon gut eigentlich, aber ich möchte ja gerne auch ein bisschen eingreifen noch können. Das muss ja nicht immer klappen. Aber wenn die ja, Standard-Wächter dann schon tot sind, oder? Das ist natürlich nicht so toll. Okay, jetzt habe ich den Pilz auch endlich bekommen. Boah, das macht so geile Stimmung. Ich liebe das Game einfach. Ich liebe es, aber eben, es ist halt nicht alles so durchdacht. Bethesda macht halt nicht alle Spiele fertig. Und deshalb macht es auch so fest weh. Oder je besser ein Spiel ist, desto mehr macht es weh. Objekte. Jagdbogen, ja. Das wollte ich nicht. F. Q und dann Jagdbogen. Und jetzt müssen wir mal schauen, wo die sind. Ich sehe kaum etwas durch den Regen und so. Ja, übrigens habe ich Bewegungsunschärfe rausgenommen. Das ist für mich nicht so gut, weil ich das nicht so vertrage. Also sollte hoffentlich auch für euch okay sein. Haha, One-Hit. One-Hit. Das ist so geil, dass wir doppelten Schaden machen. Das ist einfach geil. Aber es sollte natürlich nicht so schnell overpowered werden. Also ich werde eventuell halt dann die Skills ändern, wenn es mir nicht zu overpowered werde. Oder einfach die ja, ein bisschen wegskillen halt oder so. Oder die Waffen wechseln. Ich möchte eigentlich immer so ein bisschen normal oder ja. Eher schwer haben. Okay. Leider ist hier niemand mehr. Das ist wirklich der einzige. Und wieso ist dort ein Pfeil? Den Pfeil habe ich doch echt nicht geschossen, oder? Es kommen noch welche irgendwo. Oder sie sind schon tot. Da unten ist nämlich irgendwas. Wie machen wir jetzt den Bogen weg? Okay, mit R. So. Ich möchte gerne wissen, wo die Frau jetzt liegt. Ah, die Frau ist hier unten. Oh, was ist das dort? Ist auch ein Mann oder so? Den habe ich aber nicht erledigt. Oh, eine Eisenrüstung der geringen Gesundheit. Cool. Stahlpfeil, Gold, C71. Schwaches Gift. Wieso braucht die Gift? Das ist ein gutes Alchemie, also schon ziemlich gut. Alchemie. Und ein Stahlschwert noch.
Das ist ein Treasure Hunter. Und die hat diese Wachen erledigt. Die Banditen erledigt, sozusagen. Okay, aber die haben gekämpft und sind schon lange tot. Wahrscheinlich vom Anfang. Weil das Event sozusagen beim Runtergehen getriggert haben. Schade. Ja, gut. Zwei haben wir hier. Haben wir sonst niemand mehr. Okay. Da ist noch jemand, oder? Ja, okay. Schatzkarte. Das ist sehr wichtig. Weil mit der Schatzkarte können wir einen Schatz entdecken. Ich bin aber nicht mehr sicher, wo der ist. Ich schaue mal kurz rein. Sonstiges Bücher. Schatzkarte. Bei Flusswald scheinbar. Ja, das könnte Flusswald sein. Irgendwie da links oben. Okay. Sauberbuch Funken. Hallo, liebes Menü. Kopfgeld. Im Namen von Balgruf der Ältere. An alle fähigen Männer und Frauen von Weißlauf. Die Banditen im Lager stehende Strom belästigen, berauben und attackieren Bürger wie Besucher. Wer ihren Anführer tötet, wird eine Belohnung erhalten. Lager stehender Strom. Auf der Map hat es übrigens Wege. Das ist auch ein Mod, wo ich reingetan habe. Die Mods findet ihr unten, also als Name unten in der Videobeschreibung. Cool, der Berg ist richtig da. Also einfach den Namen bei Nexus Mods eingeben und ihr könnt den downloaden, den Mod. Das ist nur ein Blatt, leider. Was haben wir denn hier? Nacht über Sentinel. Einhändig, verbessert auf 28. Sehr schön. Der Traum von Sovngarde. Ich möchte gerne jetzt nach Ding gehen. Deshalb tun wir mal kurz reisen nach Flusswald. Nach, wie heißt das jetzt schon? Weißlauf, genau. Bis zu 2 Kinder können wir adoptieren. Okay. Schauen noch mal kurz nach ein paar Sachen. Drüben zum Beispiel. Das ist, glaube ich, irgendwo eine Axt oder so. Eine Axt müssen wir eigentlich nicht mitnehmen, solange wir noch kein Haus haben. Aber eine Spitzhacke. Feendahl glaubt, er kann mir Camilla Valerius abspenstig machen. Aber sie ist bereits mein, wie ich ihm immer wieder erklärt habe. Okay, die Quest ist noch nicht getriggert bei ihm. Ich wollte ihn ein bisschen verarschen. Wenn ihr Waffen oder Rüstung braucht, sucht den Schmied Alvor auf. Ja, da habe ich schon bekommen, also gesehen. Eine Axt, ja, eine Axt ist hier. Ah, ein Hund, oder dachte schon ein Wolf. Stumpf, hallo, Stumpf. Bist du Stumpf? Wieso bist du? Wieso heißt du Stumpf? Ah, du rauchst einen Stump. Okay. Stump heißt auf Schweizerdeutsch Zigarre. Also Stumpen. Ich muss Feendahl noch besuchen. Und ich muss, glaube ich, noch, ja. Schauen wir mal, ob Feendahl hier drin ist. Der ist doch immer am Saufen. Ihr seid dieser Gast und habt hier herumgeschnüffelt. Ich betreibe die Taverne. Es ist meine Aufgabe, Fremde im Blick zu behalten. Dann halt nicht. Dann gehen wir mal kurz hier ein bisschen am Rand entlang. Da hat es ein Bienennest. Und hier haben wir noch Fisch. Fischi, Fischi. So,
Jetzt schaue ich noch kurz. Könnten nochmals speichern. Und ja, das Menü ist so richtig schlecht. Ja. Im nächsten Part gehen wir nach Flusslauf, aber jetzt können wir noch kurz das mit Fandal machen, aber den habe ich jetzt gar nicht gesehen nirgends. Wo ist der eigentlich? Wenn man ihn braucht. Ich glaube, das ist Fandals Haus. Ja, das sollte eigentlich nicht so machen, als würde ich das Spiel kennen. Also im nächsten Part mache ich das natürlich wieder ein bisschen besser. Aha, das geht nicht weg. Aber das geht weg. Das geht nicht weg. Ah, unendliches Hühner. Okay. Fandal. Kann ich euch helfen? Ja, indem du einfach mal anwesend bist. Gebt mir sofort Bescheid, wenn ihr Camilla den Brief... Ich weiß eure Hilfe zu schätzen. Mann, das nervt so an diesem Spiel, ey. Komm jetzt, komm. Jetzt kommt er wieder nicht. Also wir müssen kurz warten. Ach, hier ist der Teleportier. Die Göttlichen sind euch hold, mein Freund. Also. Geht voran. Ich hab's leider nicht, Ding. Also, man sollte die Quest-Texte noch wiederholen können. Das könnte ich vielleicht als Mod mal machen für den Anfang. Ja. Also bei ihm lernen wir dann noch ein bisschen schmieden, das brauchen wir. Aber jetzt nehmen wir zuerst mal das Wichtigste hier mit. So. Ich bin vergeben. Also kommt nicht auf falsche Gedanken. Er redet mega laut. Das kleine Kind. So. Also wir haben Fandal schon mal mitgenommen. Und ein Trader. Werft einen Blick drauf. Ja, ziemlich schlechtes Zeugs. Ja gut. Ja. Im nächsten Part gehen wir nach Fluss, weil nach Weißlauf, gell? Danke und bis zum nächsten Mal. Tschüss.